Hi, herzlich willkommen bei Desmond der Tester mal wieder. Und es gab ja auch 2020 die All-American-Wochen. Und ich habe es leider verpasst. Ich habe das erst ein paar Wochen später mitbekommen, bin dann noch in ein paar verschiedene Aldis gefahren. Naja, jedenfalls habe ich hier noch etwas gefunden, was, glaube ich, interessant sein könnte. Und zwar sind das hier so Kuchensorten. Ja, so drei kleine Kuchen mit jeweils 175 Gramm Inhalt. Und ich fand die deswegen interessant, weil die relativ günstig waren und es noch relativ viel dort war und diese Dinger auch nicht irgendwie eingefroren oder im Kühlschrank waren, sondern einfach so im Regal standen. Und bei einem Aldi waren die sogar ziemlich reduziert. Ich glaube, ich habe gezahlt 1,20 € oder 29. Ich werde es aber unten in die Beschreibung reinschreiben, ich weiß es nicht mehr auswendig. Und ich glaube, die waren dann sogar für 89 Cent reduziert, was ich sehr günstig finde. Und ich sag mal, wir packen das jetzt aus, gucken rein, wie das aussieht. Und natürlich probiere ich das auch gleich. Bis gleich. So, packen wir das Ganze jetzt mal aus. So, wir sehen ja, das Ganze sieht doch etwas einfacher aus und das rechtfertigt auch natürlich den günstigen Preis. Das ist einfach nur ein Teig und darüber ist halt ein bisschen Süßkram. Das ist Erdbeer und hier ist, das ist wahrscheinlich auch Erdbeer, weiße Schokoladenstückchen. Ich habe gar nicht so ganz genau geguckt, was da drauf steht. Ja, Strawberry Cheesecake Style. Frischkäsecreme, Erdbeer, Fruchttopping und weiße Schokoladenraspeln. Ja, genau. Das ist so noch Frischkäse. Hier, das hier ist, ach, das sind Marshmallows. Okay, das sind so ein paar Nüsse oder irgendwas Knuspriges auf jeden Fall. Hier steht drauf Schokoladencreme, ja, die sehen wir hier. Karamell ist das, ah, sehr lecker. Und krokant, das hier und Marshmallows, ja. Und das Cookies and Cream, ich glaube, da braucht man nichts zu sagen, kennt ja jeder. Creme aus Vanillegeschmack und Keksstreusel. Ja, und dazu halt so ein dunkler Boden. Ich würde sagen, gucken wir mal, wie das schmeckt. Bis gleich. So, ich würde anfangen hier mit dem Cookie Road Cake. Das ist mit Marshmallows, Croquant und Schokocreme. Ich muss sagen, mir vorher schon aufgefallen, die riechen doch relativ künstlich. Der Teig feucht gehalten, muss halt auch sein, weil sonst würde der ja trocken werden. Karamell schmeckt man gut, ist ganz lecker. Ich probiere jetzt mal den Cheesecake. Also im direkten Vergleich finde ich den etwas besser, weil der Roadcake hier, der hat ja, hauptsächlich süß geschmeckt und kakaohaltig. Den Karamell hat man ein bisschen rausgespürt, aber auch nicht so arg. Also irgendwie, na, komische Karamellcreme. Und hier schmeckt die Erdbeere relativ gut und der Teig ist nicht so süß auf den ersten Blick, wobei das alles wahrscheinlich sehr süß sein wird, den haben wir noch nicht probiert. Ja, also das Erdbeerding, die Erdbeercreme da oben ist auch hammermäßig süß, aber der Teig ist nicht so feucht. Ja, er schmeckt frischer. Jetzt mal Cookies and Cream. Also wer Cookies and Cream mag, sollte sich lieber die Originalen kaufen, beziehungsweise was anderes. Es ist nicht übel, ja, gar keine Frage. Und für den Preis, also das ist ja wirklich 1,20 €, also da zahle ich ja für zwei Brötchen genauso viel, jedenfalls mit Vollkorn. Aber hier die Vanillecreme bei Cookies and Cream hat mich, ja, schmeckt halt wie schäumender Zucker oder so. Die Cookie-Stückchen sind nicht richtig knusprig,
knusprig, aber schmecken natürlich nicht übel und der Teig ist halt normaler Schokoteig. Es ist nichts Besonderes, aber ihr müsst auch immer bedenken für diesen Preis. Für den Preis finde ich das nicht übel. Es ist nicht das Beste, ich habe es auch gar nicht erwartet. Es schmeckt auch relativ künstlich, war mir auch klar, aber wenn man so Lust auf was Süßes hat, schlecht finde ich es jetzt nicht. Also man müsste jetzt nur mal auf die Zutaten gucken. Ich denke, dass da halt noch viel dabei sein würde, was vielleicht nicht so gut ist. Ja, die Zutatenliste ist sehr lange. Die blende ich euch auch am Schluss ein. Ah, interessanterweise ist das sogar zum Einfrieren geeignet. Sehr interessant. Naja, jedenfalls habe ich jetzt hier ein paar Zuckerbomben zu essen. Schmecken tut es absolut nicht schlecht. Und wenn man Lust hat auf was Süßes, ist das sogar relativ gut gewonnen. Was hat jetzt gewonnen? Wahrscheinlich der Cookies and Cream oder der Cheesecake. Der andere hat mich jetzt gar nicht überzeugt. Ich werde es jetzt nochmal probieren. Falls sich meine Meinung geändert hat, werde ich es in die Beschreibung schreiben. Danke, dass du zugeschaut hast. Vielleicht sehen wir uns mal wieder. Bis dann, Desmond der Tester. Ciao.